Hallo liebe Gemeinde, hier ist mal wieder die Sam. Ich habe wieder für euch ein unterwegs in Dessau Video gedreht und zeige euch jetzt mal meinen neuen Weg vom Fitnessstudio nach Hause, also der offizielle neue Weg. Und aber da auch ein bisschen darüber, was ich unterwegs sehe. Erstmal viel Spaß dabei. Also wenn ich vom Fitnessstudio nach Hause laufe, sehe ich ein Y-Haus, wo ich fast hingezogen wäre. Nämlich genauestens dahin. Da oben hatte ich einen Besichtigungstermin. Die Aussicht war ja mal der Hammer. Aber ich habe ja Höhenangst, ne? Das ist übrigens eine Architektur aus den 70er Jahren. So, wenn ich weitergehe, sehe ich ein Schild zum Dessau Center. Weil da vorne ist ja die Museumskreuzung, ne? Und dieser kleine, hübsche Museumsturm. Ja, und da vorne sind so Schilder. Und auf den Schildern steht Historisches Arbeitsamt. Und das hat mich sehr interessiert. Und deswegen habe ich mich darüber dann mal schlau gemacht. Für euch. Und da seht ihr nochmal das Schild. Tada. Und jetzt werde ich über diesen großen Parkplatz mal zum historischen Arbeitsamt gehen. Ja, guck, der große Parkplatz. Und gleich, tada, seht ihr das historische Arbeitsamt, was erbaut wurde 1928 bis 1929 von Walter Gropius. Und ich habe keine Ahnung, was gerade hier draußen abgeht. Der mit gelben Ziegeln verkleidete Stahlskelettbau ist wegen seines außergewöhnlichen Grundrisses ein interessantes Beispiel für funktionalistische Architektur. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ist aber auch egal, ich lese einfach nur ab. Da hinten ist übrigens ein Musikladen, der mich sehr interessiert. In diesem beige-roten Haus. Egal, seit der Sanierung 1902, sehr schön. 2002 bis 2003 ist das Gebäude Sitz des Amtes für Ordnung und Verkehr der Stadt Dessau. Und wenn ihr genau hinguckt, da oben, wenn die mal stillhält, die Sandra, da oben steht noch Amt für Arbeit. Was ich sehr witzig finde. Ja, genau. Und wenn ich dann weitergehe, über diese Kreuzung, da hinten ist die alte Brauerei. Ein Gebäude davon. Dann komme ich fast nach Hause. Aber ich muss euch doch erstmal zeigen, dass Word of Pizza in meiner Nähe ist. Ja. Da hängt ein Schild des Naumburger Meistermarktes. Das hat mich sehr irritiert. Deswegen muss ich das gleich mal filmen. Und jetzt gehe ich zu dem, wo ich eigentlich hin will, nämlich zum Wasserturm. Und im Wasserturm ist jetzt das Landesarchiv des Landes Sachsen-Anhalt. Meine Güte. Also, ein bisschen was. Habt ihr jetzt gesehen, wo ich so lang laufe und was ich so unterwegs treffe und sehe? Treffe ist gut. Ich treffe Gebäude. Naja. Ja. Gut, da wisst ihr Bescheid. Und ich wollte euch eigentlich den alten Wasserturm noch ein bisschen näher bringen. Aber ich finde nichts darüber. Ich frage jetzt nochmal direkt im Landesarchiv Sachsen-Anhalt, was da drin sitzt jetzt nach, ob ich nicht noch was bekomme und dann kriegt er den beim nächsten Mal mit zu Gesicht. Und hört ein bisschen Historisches darüber. Ja. Also ich gehe noch zum Sport, soll das jetzt auch ein bisschen heißen, ein Wink. Im Zaunfall, bis ich noch zum Sport gehe. Und ich hatte euch ja bei meinen Intensivwochen dabei sein lassen. Und jetzt kann ich euch sagen, dass ich mache ja das Programm weiter. Inwiefern, dass ich einfach abends noch keine Kohlenhydrate esse. Und ich komme damit ganz gut klar. Das ist einfach nur eine Gewohnheitssache. Und mittlerweile bin ich bei 71 Kilo angekommen.
da wo ich hin wollte, 70, 71, da wo ich hin wollte, und ich fühle mich gut dabei und es ist toll. Ja, und ich mache halt weiter fleißig Sport, dass das auch dabei bleibt und ich mich auch einfach wohler fühle und meine Muskeln noch ein bisschen aufbauen kann. Ja, nur dass ihr das noch wisst, die das jetzt ein bisschen mehr verfolgen. Ja, aber es ist ja ein unterwegs in das Video. Also, ja. Laber ich jetzt nicht weiter. Doch, eins kann ich noch sagen, dass ich in letzter Zeit leider nicht immer dazu gekommen bin, zum Theater zu gehen und deswegen eigentlich nicht viel erzählen kann. Nur, dass wir mitmachen am 20. und 21. Juni beim Fertiglos vom Anhaltischen Theater, um den alten Intendanten zu verabschieden und den neuen zu begrüßen. Ja, das geht wirklich 2 Tage durchweg und da könnt ihr gerne vorbeischauen. Das ist auch ein sehr interessantes und kulturelles Ereignis, was ich auch besuchen werde und natürlich versuchen werde, noch mitzumachen dort. Ja, aber wenn man nie zum Theater kommt, kann man ja nicht mitmachen, ne? So, ja. Da wisst ihr jetzt schon mal wieder ein kleines Update. Und ein kleines unterwegs in das Video. Und ich werde wieder ins Kino gehen. Aber ich verrate noch nicht wohin, weil das möchte ich mir fürs nächste Mal aufheben. Was ich sehr witzig fand, auf meinem Heimweg ist mir aufgefallen, schon öfters, als ich auf Arbeit gegangen bin, ist mir aufgefallen, in dem einen Schaufenster, was ich euch ja auch gezeigt habe, hängt ein Plakat von der Naumburger Meisterwerkstatt, die ja immer ist. Das finde ich sehr witzig, den Naumburger Meistermarkt, das hier in Dessau hängen zu sehen. Ich habe jetzt auch, pass auf, 2 Autos gesehen mit BLK-Kennzeichen. Hier in Dessau. Übrigens ist bald Kirschfest, es ist ja jetzt schon Mitte Juni und Ende Juni ist Kirschfest und ich werde nicht hingehen. Ja, also schon, ich denke mal schon nach Naumburg machen, zu meinen Eltern und zu Freunden und besuchen. Aber ich werde nicht zum Kirschfest gehen. Weil ich da operiert wurde. Ja. Und ich da noch Tabletten nehme. Und dann ist Kirschfest Mist. Außerdem ist Kirschfest teuer. So. Habe ich mal meinem gesagt. Ja, gut. Das ist genug von mir. Ich höre jetzt auf zu labern. Denn mich interessiert das doch alles gar nicht. Ich sag tschüss. Und ich hoffe, euch hat das unterwegs in der so ein bisschen gefallen. Und es gibt auch wieder mehr davon. Ich weiß auch schon, was ich die nächsten 2 Male mache. Also habe ich wieder eine Planung. Und wünsche euch viel Spaß bei den weiteren unterwegs in der Videos. Und ich mache mir jetzt einen schönen Tag. Tschüssi!